Liebe Zuschauer, Monat Dezember. Was landete bei mir, bei uns gerne und insbesondere oft auf dem Tisch? Was lohnt sich? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge und die Frage stellt sich natürlich wieder, was wurde bei euch oft gespielt? Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare und bei uns wurde auch sehr viel gespielt, jetzt die ersten ein, zwei Wochen eher weniger, so krankheitsbedingt, Grippe etc., bekanntes Thema natürlich, wurde weniger gespielt, aber dafür natürlich in der zweiten Dezemberwoche sehr oft, sehr viel, Ferienzeit natürlich abends sehr oft gespielt. Und das hat sich natürlich auch gelohnt. Sehr viele Familienspiele, aber auch natürlich gesellige Spiele, Partyspiele in einem gewissen Rahmen. Das bietet sich natürlich an. Und genau diese Spiele stelle ich euch jetzt in Kürze vor. Zu den einzelnen Spielen gibt es auch schon Videos. Je nachdem folgt zu dem einen oder anderen dann noch ein Video. Also da könnt ihr auf jeden Fall zugreifen. Ich bin gespannt, was ihr sagt zu den einzelnen Spielen. Und deswegen steigen wir auch gleich ein, das erste Spiel. Ja, Terra Nova, das landete sehr oft auf dem Tisch. Klar, es geht auch darum, ich habe das euch auch präsentiert als Video. Weil, ja, es lässt natürlich grüßen. Da hinten seht ihr es, Terra Mystica, das große Spiel, das Expertenspiel. Und jetzt heruntergebrochen als, nur ein bisschen heruntergebrochen als Kennerspiel. Weil das Spiel geht in eine ähnliche Richtung wie das umfangreiche Terra Mystica, nur Terra Nova ist ein bisschen abgespeckter. Ich habe das euch präsentiert als Video. Es ist nach wie vor kein Familienspiel und das war eigentlich die Erwartung, wo ich gehabt habe an dem Spiel, dass man das noch weiter herunterbricht, dass es zugänglicher wird. Es ist und bleibt ein Kennerspiel, aber dafür zu einem wirklich guten Preis. Zuletzt habe ich es ja oft erwähnt. 12 Jahre, 2 bis 4 Personen, Kosmos der Verlag, 60 bis 90 Minuten, Autor Andreas Faul, um ganzen Autoren auch nicht zu vergessen. Und man sieht es hier auf der Rückseite. Es geht natürlich nicht nur um das typische Besiedeln, es geht natürlich auch darum, seine Häuser, seine Gebäude auszuweiten, gewisse Verbindungen herzustellen und natürlich erfolgreich hier mit Hilfe dieser Scheiben auf seinem Spielplan zu agieren, effektiv agieren, um möglichst viele effektive Punkte zu erzielen. Und man sieht ja immer in der kommenden Runde, in der laufenden Runde, wo es sich lohnt, Punkte zu bekommen. Und es gespielt wird eine gewisse Anzahl von Runden und dann geht es darum, wer die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Ich habe es euch im Video erklärt, wer oft schon Familienspiele spielt, vielleicht auch diesen Step mal wagt, das etwas anspruchsvollere, schaut vielleicht mal in das Video rein. Vielleicht ist es ja auch ein Spiel für euch. Wird in der Anleitung auch super erklärt, inklusive zwei Varianten. Steht auch hinten dabei ein Spiel aus der Terra Mystica Welt. Also das Spiel lohnt sich aus meiner Sicht auf jeden Fall. Was für mich auch eine positive Überraschung war und ist nach wie vor, und da sind wir jetzt wieder bei den Familienspielen, ist Insel aus 1001 Nacht aus dem Hause Huch. Ludonaute, ursprünglich der Verlag, jetzt in der deutschen Ausgabe. Und man merkt es auch an den Autoren, weil die sind bekannt. Antoine Bauzard und Bruno Catala sind die Autoren. Marie Cardou ist die Illustration, aber die Autoren, die sind sehr bekannt. Und hier hat man wirklich ein schönes quasi Legespiel, geht so ein bisschen in die Richtung wie, ja, ich will nicht sagen King Domino, ich vergleiche immer vieles mit King Domino, aber hier geht es darum, die Plättchen effektiv anzulegen und aufgrund seiner Magiekarten, die man hier auf der Seite legt, Punkte zu generieren. Und das hat einen schönen Mechanismus und der Mechanismus ist richtig gelungen, das ist auffallend, was die Auswahl an Plättchen angeht. Der Letzte ist frustriert, aber der wählt für die nächste Runde wieder aus und er wählt auch aus, welcher Spieler am Zug ist. Und die Art und Weise, wie der Mechanismus hier verbaut worden ist, in diesem Spiel ab 7 Jahre für 2 bis 5 Personen, 30 Minuten, der ist echt gelungen, das ist echt klasse gemacht. Ja, in einem Spiel sind wir wieder hängen geblieben. Das lag vielleicht auch daran, ich wollte euch oder ich habe euch die Erweiterung vorgestellt, das war mir auch sehr wichtig. Wir müssten jetzt auch online sein und ansonsten kommt da alles peu à peu. Sagrada ist dieses Spiel, was mich seit Jahren fasziniert. Aus dem Hause Pegasus Spiele, 8 Jahre, 30 bis 45 Minuten, 1 bis 4 Personen. Und ja, diese zwei Erweiterungen, die habe ich euch nämlich auch präsentiert als Video, weil zum Grundspiel habe ich euch schon einiges gezeigt. Evita und Gloria. Ja, mittlerweile, ihr merkt schon, die Verpackungen
brauche ich gar nicht mehr. Es liegt nämlich daran, dass man alles in der Box unterbekommt. Ich habe damals auch das Inlay vorgestellt. Ja, da hat man auch mitgedacht, wusste man auch, was kommt. Weil hier habt ihr Platz für die Würfeln, für die Tableaus. Und das Spiel ist so faszinierend, so klasse gemacht, wie man die Würfel platziert mit der Anordnung. Es darf keine gleiche Farbe, keine gleiche Zahl im Umkreis des einzelnen Würfels dann sein. Man hat Farbvorgaben, wie man platzieren muss. Und man will effektiv alle Würfel in so einem Raster unterbekommen. Super. Tolles Familienspiel aus meiner Sicht. 8 Jahre, 30 bis 45 Minuten, 1 bis 4 Personen, ja, Solo-Varianten auch mit Erweiterung. Da hat man jetzt wirklich ein tolles Spiel vor sich. Auch hier nochmal die Info, das hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Daryl Andrews und Adrian Adamescu sind die Autoren Pegasus-Spiele. Ich finde es toll und das Spiel, das lebt schon seit so vielen Jahren. Bei uns da oben so ein Stammplatz, wird bei uns nach wie vor sehr, sehr gerne gespielt. Ja, ohne positive Überraschung zum großen Spiel, da komme ich natürlich auch noch zum späteren Zeitpunkt. Der Januar ist, glaube ich, auch geprägt von sehr vielen Kennerspielen. Jetzt 2F-Spiele, Iki, gibt es einiges, wo ich spielen will. Dann natürlich auch von Lookout sehr viele Spiele und da kommen einige Kaliber, glaube ich, im Januar auf den Tisch. Dezember ist ja schon vorbei, im Januar auf den Tisch. Da werde ich mich freuen. Also da gibt es auch dieses Spiel in groß, weil ja die Händler von Taubertal, das Kartenspiel, das hat mich uns wirklich überrascht. Schönes, kleines Kartenspiel. Ja, ich habe es auch als Video euch vorgestellt, auch gesagt, weil das bekommt man nicht überall im Handel. Vielleicht haben sie auch irgendwann eine größere Partnerschaft. 2 bis 4 Personen ab 8 Jahre 30 Minuten. Und das hat so einen wirklich schönen Mechanismus, wie man Karten sammelt. Versucht mit den Karten zu, ja, wie soll ich sagen, die Karten zu verbessern, um dadurch die Kugel zu kaufen oder die Kugeln zu kaufen, die erforderlich sind, um das Spiel zu gewinnen. Wirklich schön gemacht. Wirklich schön gemacht. War eine positive Überraschung. Großes Spiel folgt, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, hier habe ich es einfach mal. Ich habe jetzt nur die Schachtel rausgeholt, weil, ja, wir waren damals ja große Fans von Robin Hood. Süchtig danach. Warum geht das so lang mit der Erweiterung Kosmos? Ja, sie ist jetzt raus. Gab natürlich auch einige Fanspiele und ich hoffe, die Reihe geht weiter und es bietet sich ja an, auch den Spielplan noch zu vergrößern. Macht einfach Spaß und die Abenteuer des Robin Hood, Bruder Tuck in Gefahr, Michael Menzel, die Erweiterung, man sieht es auch in der Illustration, tolles Spiel. Tolles Spielerlebnis. Wir haben wieder ein bisschen gebraucht. Werde es aber auch euch noch einzeln vorstellen, was das Regelwerk angeht. Und so ein paar Hürden haben wir gehabt, weil es schon ein Jahr dann her war, wo wir es dann zuletzt dann gespielt haben. Aber es war faszinierend, wieder diese einzelnen, ich glaube, vier Szenarien zu spielen, die jetzt auch teilweise nicht so einfach war, wo man gedacht hat, oh, jetzt will man es nochmal spielen. Aber es hat einfach seinen Reiz. Hat Spaß gemacht. Auch mit Alina, die war total begeistert. Man hat wieder das Buch, wo man vorliest. Der Elias war total begeistert von dem Spiel. Super, richtig tolles Familienspiel, aber auch für reine Erwachsenenrunde, wer dieses Erlebnis, dieses Abenteuer sucht, wo die Geschichte in unterschiedliche Wege dann gehen kann. Man kann es ja nochmal spielen, einen anderen Weg dann eingehen oder fahren. Faszinierend, wirklich toll gemacht, also Pflicht, das ist ein tolles Spiel. Ja, Inside Shop, Stichspiele, ganz klar bei uns, Stichspiele, Kartenspiele, sehr beliebt, nicht bei allen bei uns, aber ein fast kooperatives Stichspiel, Kosmos, oh, schon wieder ein Kosmos, Stichspiel, jetzt kennen wir ja noch die Crew spielt ja vielleicht ja auch noch, weiß es nicht, aber das Spiel, super, war eine positive Überraschung, dass man auch so nicht unbedingt die Stichregel einhalten muss, man sollte sich natürlich nicht verdächtig machen, was man ausspielt. Aber das Spiel ist klasse. Das Spiel ist echt klasse, hat sehr viele Herausforderungen und für 3 bis 5 Personen funktioniert auch schon zu dritt richtig gut ab 10 Jahre, 20 Minuten. Wer sowas sucht, ein fast kooperatives Stichspiel. Ja, mit so einem Verdächtigen, ein, zwei Verdächtigen, ist super, ist echt toll. Aber auch das Spiel 10 braucht sich nicht verstecken. Ja, gibt es auch schon ein bisschen länger in der englischen Version. Ich sage immer, es lohnt sich immer zu warten. Gute Spiele kommen immer früher oder später auf Deutsch raus. Game Factory hat das Spiel auf Deutsch herausgebracht. 1 bis 5 Personen, 10 Jahre, 30 Minuten. Ich habe es euch erklärt, weil es hat eine gewisse Einstiegshürde, das Spiel. Weil es hat verschiedene Mechanismen mit dem Bieten als Mechanismus, mit dem Auslegen der Karten, mit dem Handeln. So viele Mechanismen in einem Spiel. Das funktioniert gut, wenn man da mal drin ist in dem Spiel. Und das lohnt sich wirklich. Ich habe es euch erklärt. Ich hoffe, mit der Erklärung kommt ihr klar. Also schaut es euch als Kartenfan, Kartenspieler auf jeden Fall mal an. Ja, und auch die 2 Erweiterungen, ganz klar.
habe ich euch gezeigt. Karak Regent bzw. Ander Junior. Ich zeige es hier nochmal. Ja, das ein oder andere hat ein bisschen länger gedauert, wobei hier auch sehr viel in dieser Box dann steckt. Wer jetzt Ander Junior und die Erweiterung gespielt hat und traut sich nicht an das Große, die Legenden von Andor, schaut mal das Video rein. Es hat eine Losspielregel in der Anleitung und so erkläre ich das auch in dem Video. Also gebt euch einen Ruck, wenn ihr oft Familienspiele spielt, ihr werdet und ihr mögt Andor, dann werdet ihr auch von Andor total fasziniert sein. So geht es uns auf jeden Fall. Die ganzen Erweiterungen, Boxen und so weiter, alles hier auf der Seite, obwohl wir schon das eine oder andere länger nicht mehr gespielt haben, aber das sind einfach schöne Erinnerungen über viele, viele Wochen Spielspaß, die wir mit diesem Spiel hatten, haben. Gibt ja auch Fortsetzungen, also klasse. Auch Karak Regent, durchaus lohnenswert, wenn ihr oft Karak spielt, auch so ein Abenteuerspiel im Dungeon, jetzt ja, als Familienspiel tituliert. 7 Jahre steht hier dabei, bei Andor Junior, steht dabei, ich glaube, 7 Jahre. 7 Jahre auch, aber auch was für Jüngere, deswegen habe ich es auch im Video gesagt. Aber wenn ihr das ab 7 Jahre mit 8-Jährigen gut spielt, schaut euch das groß an. Ansonsten Karak als Abenteuerspiel im Dungeon, auch eine ganz klare Empfehlung. Es ist echt viel gespielt worden. Das zeige ich nur ganz kurz in die Kamera, weil das spielen wir immer, immer regelmäßig. Das hat die Alina immer dabei. Als kleines, aber auch als großes Spiel. Quicks darf nicht fehlen. Das Roll-and-Ride-Spiel schlechthin. NSV, der Verlag, Limited Edition, ja, habe ich euch vorgestellt. Man hätte vielleicht mehr reinpacken können. Viele hätten sich da gleich viel in der Box gewünscht, wenn es schon Jubiläum ist, aber mit abwischbaren Plänen für 2 bis 4 Spieler allerdings. Bei dieser Box 15 Minuten Spielzeit ab 8 Jahre, das ist klasse. Super, habe ich euch schon in etlichen Variationen vorgestellt. Zeige ich es nicht. Ja, ich habe das Spiel die letzte Zeit, wer jetzt alle Videos schaut, die letzte Zeit, der weiß, ja, Jörg, kommt wieder, Happy Birthday. Ja, das Spiel gibt es nicht. Ich frage nach, versprochen, etc., beziehungsweise Anfrage ist raus. Das Spiel ist einfach super beliebt. Vielleicht habt ihr noch Gift Trap daheim, das ist ja auch super, das gibt es teilweise ja noch, zumindest die kleinen Boxen, aber Happy Birthday als Kartenspiel, wo man Geschenke, Bilder quasi verschenkt an einen Mitspieler, verdeckt, die werden gemischt, derjenige sucht sich dann das Geschenk, was er auf jeden Fall wollte oder auch nicht, separat dann aus. Dafür gibt es Punkte. Super einfach, super schnell gespielt. Mal schauen, was aus diesem Spiel in Zukunft wird. Die Alina nimmt das immer mit, wo sie hingewinnt. Das heißt, ja, das nehmen wir aber mit zum Spielen, weil das macht Laune und ist super, obwohl wir, glaube ich, schon alle Geschenke etliche Male gesehen haben. Ja, eine absolute Überraschung. Ja, Überraschung nicht, weil das habe ich euch etliche Male empfohlen. Ich hätte jetzt auch Just One und Top 10 und es gibt noch so viele Spiele, aber das Spiel ist momentan das Highlight schlechthin, wenn es um gesellige Spiele geht. Spaß steht im Vordergrund. Kooperativ agiert man, kooperativ ordnet man zu. Gewisse Fragen, man bildet Antworten, die man dann im Hilfe von einer Zahl notiert auf der Rückseite. Ich habe euch das Spiel ausführlich vorgestellt. Es hat allerdings einen Haken, das Spiel. Es ist einfach, man spielt es auch kooperativ. Ihr werdet am Schluss bewertet, wie gut ihr gespielt habt. Aber, ich komme zum Haken, da sehen wir es. 4 bis 8 Personen. Also zu viert müsst ihr bei diesem Spiel mindestens sein. 8 Jahre, 30 Minuten Spielzeit. Ganz klar, eines der Highlights, würde ich schon sagen, was das Jahr 2022 angeht. Der meistgespielten Spiele, ja, da könnte man eigentlich auch mal ein Ranking dazu machen. Ich notiere jetzt nicht alles, weil sonst ja, denke ich, oh je, was ich alles gespielt habe. Also ich habe jetzt das nicht alles getriggert, was jetzt die Spiele angeht. Das machen ja viele von euch, aber das Spiel zählt auf jeden Fall zu den Spielen, wo regelmäßig bei uns auf dem Tisch ist. Das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich. Fragen, man kann es mit Jüngeren in reinen Erwachsenenrunden spielen, in der Familie, die Mischung, egal wie das passt. Ansonsten schaut ihr die Frage an, wenn ihr merkt, das passt nicht von der Gruppe, dann nehmt ihr einfach die nächste, stellt weniger ein Problem dann da. Gewisse Anzahl von Karten, 8 Karten müsst ihr spielen. Und wie gesagt, am Schluss habt ihr ein Ranking. Bin fast zu schnell. Ich hoffe, das passt. Ja, 2 habe ich noch. Zwei größere, durchaus. Ja, Orus. Orus, da haben viele drauf gewartet. Orus Board Games Circus. Je nachdem, habt ihr es unterstützt mit wunderschönem, tollem Material oder als Standardversion endlich in der deutschen oder als deutsche Version bei Board Games Circus erhältlich. Und wer jetzt glaubt, dass sich dahinter so ein kleines, hübsches Familienspiel, hübsches ist mal die Frage, ich finde es toll von der Grafik, aber so ein kleines, einfaches, so muss ich sagen, Familienspiel versteckt, der liegt hier falsch. Aber auch gedacht, ja, das ist ein schnelles Spielchen, wo damals Kickstarter natürlich auch, ja, klingt ja gar nicht mal so schwer. 12 Jahre sagt schon einiges über das Spiel aus. Also
nicht unbedingt ein Familienspiel. Das Spiel ist für mich Kenner-Expertenspiel, weil man muss so viel beachten bei diesem Spiel. Es ist für 1 bis 4 Personen. Ich habe es übrigens solo am Anfang auch gespielt, kaum zu glauben. Ich habe das euch aber auch mal oder als Video auch dann auch vorgestellt, angespielt, probiert, wie ich ja spielen kann. Aber ihr müsst mindestens mit 3 Personen agieren. Das heißt, je nachdem spielt ihr zu zweit, müsst ihr auf jeden Fall Automat mit dazu nehmen. Das ist so ein Thema, was nicht jeder mag. Im Video zeige ich das genauer und erkläre auch Vor- und Nachteile und sage auch was zu dem Spielspaß. Aber es landet bei uns sehr oft auf dem Tisch, weil es ist einfach ein Spiel, auch für das Video, das muss man einfach gespielt haben. Das ist ein Hirnzwirbler, auch was die Erde angeht. Man hat hier eine Scheibe, muss sich aber als Kugel vorstellen. Wenn die Scheiben sich verrutschen, dann gehen sie natürlich auf der einen Seite rein und bei der anderen wieder raus. Das sorgt für gewisse Effekte, wenn die Landschaften aufeinanderstoßen und so weiter. Ich könnte es noch ausführlicher hier auch über das Worker Placement referieren. Ich habe es euch gezeigt. Das Spiel landet oft auf dem Tisch. Aber so eine Hassliebe, muss ich wirklich sagen, so eine Hassliebe, da braucht man wirklich die Zeit, die Muse, die Konzentration für so ein Spiel, um das zu spielen. Ja, und das nächste, das ist wirklich eine Hassliebe. Und da gibt es auch noch ein Video, weil wir sind ganz große Klong-Fans, insbesondere der Lias zählt zu seinen Top-Spielen schlechthin. Schwerkraft deutsche Version natürlich, über Preis lässt sich streiten, weil letztendlich ist das Spiel vollgepackt mit Aufklebern. Ja, es sind ein paar Figürchen dabei. Ich stelle das im Video dann nochmal vor, jetzt ohne Hinweise, ohne Spoiler. Aber das war so eine Hassliebe, weil das Spiel über 10 Runden, das hat am Anfang richtig Laune gemacht, aber dann hat es eher zu dem Problem geführt, okay, man hat Aktion, bekleben, 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 da wieder kleben, da wieder kleben, da wieder eine Karte entfernen, da wieder neue Karten hinzu, du bist dran. Okay, wir sind an dem Ort, lest die Nummer vor aus dem Kapitel, kleine schöne Geschichte dabei, aber es passiert wieder das, neue Aufkleber raus, es wird wieder das gemacht, jetzt müssen wir das erfüllen und diese Aufgabe brauchen wir auch noch. Boah. Ich weiß nicht. Also, ich bin mal auf eure Meinung gespannt, wenn ihr schon gespielt habt. Das ist ja ganz witzig, aber es war mir ein bisschen zu viel des Guten und es hat den Spielspaß total getrübt. Und wenn ich dann zwischendurch dann mein Handy noch auf der Hand habe, weil es einfach länger geht, dann ist man ja quasi schon raus aus dem Spiel. Ich will mich doch auf das Spiel konzentrieren. Schade. Aber irgendwie Hassliebe. Ihr merkt, sonst hätte ich es in diese Liste gar nicht aufgenommen, weil ja, Nieten großerweise haben jetzt weniger eine Chance hier in dem Video. Das ist eine Hassliebe. Einteils ja richtig gut gemacht, aber einteils total überzogen, was das Legacy-Element angeht. Neue Aufkleber, neue Regeln natürlich. Zack, wieder rein. Zick, zack, zack. Sind auch genug Lücken. Ja, Jörg, das kennst du auch. Pandemic Legacy ja auch. Ja, aber hier fand ich es als etwas zu extrem. Zu viel des Guten, aber Hassliebe. Und genau deswegen darf es in diesem Video auch nicht fehlen. Und auf eure Meinung bin ich natürlich auch gespannt. Und auf eure Spiele, die bei euch auf dem Tisch landeten, bin ich natürlich auch sehr gespannt. Was sagt ihr zu den einzelnen Spielen? Kennt ihr das eine oder andere? Vielleicht habe ich es euch schmackhaft gemacht. Und ich habe es ja erwähnt, Findorf und Iki und was steht da alles noch draußen? Lookout-Spiele, Asmodee, einige Kennerspiele. Oh, ich glaube, der Januar, der könnte schon ein bisschen mehr kennerlastig werden. Schauen wir einfach mal. Die Mischung macht's. Wir spielen auch nach wie vor gerne Familienspiele. Das eine oder andere Kinderspiel natürlich auch mit Freunden, Bekannten. Darf nicht fehlen. Also, das könnte auch wieder ein toller Monat werden. Lassen wir uns einfach überraschen. Schauen wir, was kommt. Und ja, ansonsten bin ich auf eure Rückinfo gespannt. Und wenn ihr euch das eine oder andere holen wollt, schaut je nachdem beim Händler vor Ort oder schaut über die unten genannten Links, wie immer eure Entscheidung. Und ansonsten beschließe ich jetzt das Ganze. Ich sage euch auf jeden Fall ein guter Start, auch natürlich Richtung neues Jahr. Und wird ein spannendes Jahr. Viele Neuheiten. Nürnberg, wieder 300-400 Neuheiten, die kommen dann im Frühjahr raus. Wow, da haben wir ja Essen noch nicht alles gesehen. Ich habe euch noch viel zu zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall. Und jetzt sage ich aber tschüss, danke, macht's gut und bis bald.